Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Und hier irgendwo, der dürfte doch gar nicht sein, die Relic-Tech. Die dürfte doch hier gar nicht rumschwirren. Und vor allem außerhalb vom Schiff. Irgendwie ist es hier gerade ein bisschen verbuggt durch die Mission, die wir zum Schluss jetzt gespielt haben in der letzten Folge. Ja, wir machen eine Mission. Und wir gucken mal, was uns diese Mission letztendlich nicht bringt, aber wo es uns hinbringt, ne? Und zwar habe ich ausgesucht, wo ist er denn, wo ist er denn? Guck mal, hier haben wir noch ein System, was wir noch nicht entdeckt haben. Habe ich rausgesucht, Uneinigkeit der Truppe. Keine Ahnung, wie lang es wieder dauert. Ich denke mal, das wird eine Zwei-Folgen-Geschichte wieder werden, also nicht wundern. Es wird sonst einfach zu viel in einer Folge und dann schaffe ich das einfach gar nicht. Ein schönes System. Haben wir hier schon? Mal gucken, haben wir hier die 100% schon geknackt? Ja, haben wir. Ist ja Eladen. Stimmt ja. Wir sind auf Kurs. Deswegen überspringe ich es auch, den Kurs. So, hier haben wir auch schon geguckt. Das ist nämlich der Architekt. Und runter da. Jawohl. So, wie setzen wir das jetzt zusammen? Pibi finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Wir nehmen mal sie und tauschen sie aus gegen Vitra. Vitra müssen wir, glaube ich, nochmal aktualisieren. Was wir nicht können, ne? Nee. Das können wir aber unten auf dem Planeten da machen. So. Ein bisschen Variation reinbringen, das Ganze. Das hier vielleicht sein. Wir haben ja hier immer noch diese komische Schlange. Das habe ich beim letzten Mal, wo wir hier bei Laden gelandet sind, habe ich das auch schon mal gesagt. Diese komische Reliktschlange. Da bin ich mal gespannt, ob man die noch irgendwie bekommt. Das wäre nämlich cool, wenn. So, und Helm auf, bitte. Jawohl, haben wir. Dann gucken wir mal. Wir müssen dort unten hin. Das heißt, wir machen eine Schnellreise. Idealerweise, ich glaube hier, das ist ein guter Punkt. Da machen wir eine Schnellreise hin und fahren dann nachher mit unserer. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist gerade nicht korrekt. Ja. Irgendwas hat gerade nicht so funktioniert, wie es sollte. So, wir müssen irgendwo da drüben hin. Ich habe Ihre Schwester auf der Nexus getroffen. Sie ist sehr geschwätzig, lebendig, lästig. Genau. Ich kenne sonst niemanden, der so ist. Sie hat Rauch in der Ferne. Wahrscheinlich das abgestürzte Schiff, nach dem wir suchen. Ach, diese ganz weißen Spuren da? Nee, das ist doch... Hä? Welcher Rauch? Ach, dieser Rauch. Ach so. Cat, die andere Cat töten? Wenn ich sehe, wie sie sich bekämpfen, macht mich das froh. So blöd es klingt. Okay. So. Da kommen sie. Weg mit dir. Oh, eine Granate. Ha. Was? Wer feuert da? Ein Erwählter. Oh, schade, schon weg. Irgendwo hier. Da ist ein Datenpad. Was ist das? Vermutlich ein Datenlog der Cat, Pathfinder. Es enthält wahrscheinlich irgendwelche gespeicherten Daten. Können wir auf diese Daten zugreifen, Sam? Das Gerät ist gesperrt. Seit wann lässt du dich von einer einfachen Sperre aufhalten, Sam? Na los, hack das Ding. Pathfinder, das ist keine einfache Sperre. Wir sind noch nie auf ein Gerät der Cat mit derartigen Sicherheitsmaßnahmen gestoßen.
Ich schlage vor, wir bringen es zurück zur Tempest, um weitere Analysen vorzunehmen. Wir könnten mit Dr. Anwar daran arbeiten. Mhm. Mit Suvi auf der Tempest reden. Ich verstehe. Was haben wir hier in dem Behälter? Ein optoelektrisches Modul. Okay. Aber das sieht hier so riesig aus, wie diese Schlange. Also dieses Ding, ne? Habe ich das Gefühl. Guck mal hier. Das ist so... Weiß ich nicht. Es sieht aus wie ein Rückgrat. Wie Kettenglieder. So, und... Auf zur Tempest. Wahrscheinlich wieder hoch und wieder runter. Ja, das hatten wir schon. Das breche ich mal ab, was ich nicht kann. Okay, kann ich nicht. Diese komischen Viecher sind immer auf Wanderschaft, wenn wir starten. Das ist so ganz seltsam. Okay. Suvi, meine Liebe. Dass sie mit Ihnen reden will. Ich will mit dir reden. Komm her. Ich kann kaum glauben, dass einige Cat gegen ihre eigenen Leute kämpfen. Tja. Die Cat wirkten immer so monolithisch, fast gesichtslos. Ich wünschte, wir hätten mehr derartige Kämpfe gesehen. Ich würde keine Träne vergießen, wenn sie sich gegenseitig auslöschen. Was sie auch getan haben, sie bleiben eine einzigartige, faszinierende Spezies. Ich kann mir nicht einfach wünschen, dass sie alle sterben. Wie auch immer, wegen dieses Cat-Geräts, das sie bei dem zerstörten Cat-Schiff gefunden haben. Es ist mit einem biometrischen Schloss gesichert, das nur mit einem spezifischen genetischen Code geöffnet werden kann. Also wie ein Fingerabdruckscan, nur eben mit einem genetischen Fingerabdruck. Genau. Was immer da drin ist, es soll wahrscheinlich nur Personen zugänglich sein, denen man vertraut. Ein genetischer Code eines Cat? An sowas kommen wir nicht ran. Zum Glück gibt es eine andere Lösung. Erinnern Sie sich an die Genproben der Cat, die Sie auf Volt gescannt haben? Ja. Lexi hat an den Daten gearbeitet und ich habe eine Idee, die tatsächlich funktionieren könnte. Wir sollten mit ihr reden, wenn Sie mal Zeit haben. Ja, dann nehmen wir uns jetzt einfach die Zeit. Komm, wir reden. Oh oh. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung. Guck mal, was hier passiert. Die Tür ist aufmachbar. Ah. Das wird haarig, das wird haarig. Die Tür zu Pibi ist aufmachbar. Da müssen wir hin. Nee. Hä? Eine Etage tiefer, oder? Oh, Pijak. Du suchst einfach nur Aufmerksamkeit, was? Genau, wir müssen hier runter. Mein Fehler. Aber nichtsdestotrotz, Pibi hat irgendwas. Wahrscheinlich ist wieder Kuscheln angesagt oder so. Keine Ahnung. So, da nicht. Da hinten. Hallo, Lexi. Tag. Ich habe Ihr Memo erhalten, Suvi. Memo? Die Daten sind hier, aber ich weiß nicht so recht, was Sie finden wollen. Sagen Sie mir einfach, dass Sie alle entschlüsselt haben. Ja, natürlich. Das war meine erste... Perfekt. Sam, kannst du Sequenzkombinationen an dem Schloss testen? Teste. Rohe Gewalt, Dr. Anwar. Eine erprobte und verlässliche Methode. Und Brute Force. Leistung dauert es höchstens... Schlüssel gefunden. Wow, wir dachten, das Gerät sei ein Datenlog. Ist es aber nicht. Es ist... Ja. Es hat sich gerade in eine Übertragung eingeklinkt. Verdammt, schalten Sie es ab. Wer weiß, was es gerade macht? Das Gerät ist ein Empfänger. Es kann unsere Position nicht verraten. Okay. Die Übertragung besteht aus Audiosignalen. Der Archon hat unsere Regeln gebrochen. Er wendet sich von der Tradition ab, verletzt das Protokoll. Er missbraucht seine Autorität, ist wie besessen von den Geheimnissen der Relikte und verhindert den Kontakt mit unserer Heimat. Das kann so nicht weitergehen. Wenn er nicht auf den rechten Weg zurückfindet, wird er vernichtet. Das verspreche ich. Ein Archon steht nur dann aufrecht, wenn wir ihn stützen. Da ist jemand richtig wütend auf den Archon. Eine kollektivistische Kultur verurteilt strikt jedes Handeln, das sich dem Willen der Gruppe widersetzt. Und die Cat hier zu isolieren, würde Ablehnung hervorrufen. Sie fühlen sich möglicherweise im Stich gelassen. Cat? Im Stich gelassen?
Manche Dinge sind eben universell. Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, das Signal zurückzuverfolgen. Scanne nach Navpunkt. Ich übertrage ihn auf Ihr Universalwerkzeug, falls Sie der Sache nachgehen wollen. Was werden wir Ihrer Ansicht nach da draußen finden? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Basis von Cat-Dissidenten, die sich gegen den Archon organisieren. Cat-Dissidenten. Was es auch ist, Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie die Sache verfolgen, Ryder. Okay, die Quelle des Signals auf Eos. Auf Eos? Na, du schlägst aber 13 auf Eos. Ah, das ist von einem Planeten auf dem anderen, auf Eos. Die ganze Zeit unter unserer Nase auf Eos. So wie diese Frau auf der Nexus. Sie ist die Witwe einer meiner Pilotinnen. Okay. Einer derjenigen, die Sie für die Erkundung der Geißel ausgebildet haben? Ja, Zoes Frau war da draußen verloren. Und für eine andere Pilotin tut man eben das Richtige. Wie zum Beispiel dafür zu sorgen, dass ihre Witwe genügend Credits erhält. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Das Größte wäre, die Geißel ein für alle Mal zu besiegen. Tja, ist ein bisschen zu viel verlangt, ne? Boah, ist das warm. Das Pissier-System. Heimat was? Von Eos und Prodromos. Das hatten wir schon mal, das Pissier-System. Das... Ach, Pythias. Ich hätte es Pythias genannt, aber Piss hier ist natürlich auch nicht schlecht. okay, überspringen wir und drauf auf Eos, komm. Gib mir Eos. Da. Den hatten wir schon, da. Jawohl. Und Landanflug. Bleiben wir so. Leite Sinkflug ein. Wir waren schon lange nicht mehr auf Eos, hä? Die Werte passen. Alles ruhig. Das ist gut, das ist gut. Wobei, doch, war ja erst kürzlich. Da waren wir hier nur, damit wir von der Freundin von Jill, und zwar von Jill, die Aussage bekommen, dass alles top ist. Jawohl. So, ab auf die Karte. Wir müssen... Oh, richtig weit weg müssen wir. Dahin. Der Flachgipfel. So, ab in die Nomad. Und da irgendwo die Richtung. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Hä? Ich ahne schon was. Ist hier irgendwo ein Höhleneingang oder so? Nee. Ich empfange Cat-Signale vor Ihnen, Pathfinder. Hä? Irgendwie hier drin oder so? Wie kommt man denn hier an Cat-Signale vor mir ran? Hä? Vielleicht einen Eingang oder so? Warte mal, ich guck mal, ob ich auf der Karte irgendwas entdecken kann. Aber ich glaube nicht. Wo ist denn das? Es kann doch nur unten sein. Ach, hier, guck mal, da drüben, da. Pass mal auf. Wir fahren auf die andere Seite. Huch. Hier. Hui. Und hier rein. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Das freut mich. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren.
Beute aus unseren Außenposten. Und eine Archenrettungskapsel. Wo haben Sie denn die her? Verdammt! Denken Sie, die könnten eine Arche entdeckt haben? Wir müssen sie aus der Nähe scannen. Okay. Ich habe gerade überhaupt keinen Überblick. Hammer. Super. So, da drüben können wir scannen. Das machen wir schon mal. Oh, hier haben wir Cadmium. Wer braucht das nicht? Hui. Oh. Ui, das wollte ich nicht. Jedenfalls nicht so roh. Wir sind bei dem Nav-Punkt, den Suvi uns gegeben hat, aber hier ist nichts. Doch, hier ist ein Terminal. Komm. Abspielen Audiolog. Wenn ich über meinen Boss lästern würde, wäre ich auch daran interessiert, dass es nicht auf mich zurückfällt. Das könnte eine Art Proxy sein, um die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung zu reduzieren. Ach da. Pathfinder, ich habe in diesem Netzwerk einen weiteren Knoten geortet. Aktualisiere jetzt Ihr Universalwerkzeug mit der Information. Okay. Ich frage mich, ob hier hinten irgendwas versteckt ist. Nein. Falls nötig, könnten diese Höhlen den Leuten eine sichere Zuflucht bieten. Ich habe die Höhlen hier noch nie gemocht. Zu viele Karkins, die einem in den Schlafsack krabbeln. Okay, das geht hier unten weiter. Oder? Da fahren wir mal mit dem Auto. Oh, jetzt ganz schön in die Knie hier. Ah. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ah, die nächste Hülle. Sie sind keine trianische Bürgerin, oder? Das ist mir gerade erst aufgefallen. Sie waren nicht auf der Nathanus und sie benehmen sich auch anders. Stimmt, ich bin keine Bürgerin. Ich habe Palavin verlassen, als ich noch sehr jung war. Ich war nicht mal im Trainingslager. Ein echter Turianer würde wahrscheinlich... Noch mehr Tiere, die sich über unsere verschwundenen Vorräte hermachen. Warte mal, können wir das irgendwie abkürzen? Wo sind wir denn gerade? Wir sind hier und müssen da oben hin. Wir müssen da oben hin. Wir machen mal hier schnell eine Schnellreise. Und gucken mal, ob wir hier irgendwie in der richtigen Richtung sind. Oder in der richtigen Höhe vor allem. Die Höhe ist da. Was? Was? Okay, wir haben nichts davon, nichts gekonnt, okay. So, nochmal komm, Schwung. Ah, verdammt. Das ist doch Affenkrümel hier. Warte mal, können wir einen anderen nehmen? Dann nehmen wir den hier. Ja, der müsste besser passen, komm. Schnell. Ach nee, jetzt ist auch noch ein Kampf. Ach verdammt. Wie kommen wir denn da hoch? Dann machen wir das hier rüber, oder? Komm. Jawohl. Wo? Ach, hier habt ihr euch versteckt. So. Was? Wer schießt hier von der Seite? Ich komme hier nicht rein. Vielleicht muss ich hier irgendwas kaputt machen. Ach so, okay.
Tolles Schild. Pathfinder, ich habe in diesem Netzwerk einen weiteren Knoten geortet. Okay, ich gucke gleich mal. Dann fahren wir von hier. Ich glaube, das machen wir jetzt noch schnell. Ich glaube, nach dem dritten kommt keiner. Also wenn da noch einer kommen sollte, mache ich einen Break. Aber ich glaube, das wird der letzte Knoten sein. So, wo ist er? Da. Und Feuer frei. Jawohl. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ich weiß, Sam, ich weiß. Sie können mit dem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Sehen Sie sich das an. Die Relikte haben da drüben ihr Gebiet abgesteckt. Nette Welt. Mit ein klein wenig Hilfe mächtiger Technologie natürlich. Ich hoffe, Prodromus wird hohe Maßstäbe setzen. Ich habe gehört, die Ressourcenlieferungen haben zugenommen. Das ist ein gutes Zeichen für alle, die hier zu leben versuchen. Kommt. Jawohl. Hammer auch. Da ist der Energiegenerator. Ich hole ihn schon mal. Bus. Och, komm. Hammer. Hammer. Sieht aus, als war's das mit den Gegnern. Mal sehen, was dieser Sender für uns bereithält. Pathfinder. Oh. Ich habe in diesem Netzwerk einen weiteren Knoten geortet. Aktualisiere jetzt Ihr Universalwerkzeug mit der Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wo muss ich jetzt hin? Natürlich da, wo wir noch nie waren. Oh. Wo ist das Auto? Verdammt. Ah, okay. Ah, wisst ihr was? Das machen wir noch. Schnell rüberfahren, los. Was kommt hier für ein Geräusch? Ach, das sind die komischen Saugoperationen hier. Von den Cat, was auch immer die hier machen mit den Maschinen. Nee, wir sind noch nicht da. Ach, wir müssen hier hinten schon wieder hoch. Oh. Es ist schwer, sich an Leben auf diesem Felsen zu gewöhnen. Wir haben ihn zu lange von der Nexus aus angestarrt und gewusst, dass wir versagt haben. Jawohl, komm. Eine Ebene schaffen wir noch. Hui. Ich glaube, da gibt es Besuch gleich. Was? Oh, hier ist schon wieder eine ganze Basis. Ich vermisse es einfach nur aus... Die Übertragung ist hier stark und ohne Störung, Pathfinder. Dann sind wir wohl am Ziel. Ja, das glaube ich auch. So. Bumm, eins. Na komm. Und weg mit dir. Oh, ein dicker. Uiuiuiuiuiuiui. Sie sind alle tot. Wer ist alles tot? Aua. Was? Einer weniger, noch einer, komm. So,
viel Salb da. Der Aufstieg hat unsere Vorfahren von Problemen und Sorgen erlöst. Dieses wundervolle Geschenk gestattet es uns, jetzt auch andere zu erheben und an der genetischen Fülle dieser Galaxie teilzuhaben. Aber der Archon will das, was Helios zu bieten hat, selbst nicht auf. Nachrichten vom Band? Klingt wie eine Art Motivationsansprache an die Cat. Tja, dann schauen wir mal. Wir haben es gefunden. Sieht aus wie eine Kommunikationskonsole. Von hier wurden die Nachrichten wahrscheinlich gesendet. Es muss hier noch mehr geben. Das kann nicht alles sein. Sie haben mich also gefunden. Sie sind eine zielstrebige Kreatur, Pathfinder. Jetzt verstehe ich. Mit ihrer Entschlossenheit können die Cat diese Galaxie beherrschen. Nein. Nicht in meiner Schicht, Arschloch. Diese Tour hilft niemandem. Unsere Konfrontation ist unvermeidlich, steht aber nicht unmittelbar bevor. Ich habe mich nicht einfach so als Verräter zu erkennen gegeben. Ich habe es nur getan, weil ich darin einen gemeinsamen Vorteil sehe. Den Archon loszuwerden. Die Reliktbesessenheit des Archon erzeugt Chaos und gefährdet alles, wofür wir gearbeitet haben. Das muss ein Ende haben. Ich wüsste nicht, was mir an Chaos in den Reihen der Cat missfallen sollte. Dieses Chaos bedeutet, dass der Archon lebt und mit ihnen um Meridian ringt, das sie haben wollen. Ich muss lediglich dafür sorgen, dass nichts zwischen ihnen und ihrem Ziel steht. Sobald er beseitigt ist, sind die Relikte für uns nicht mehr von Belang. Wir werden unsere Aufgabe hier erfüllen und weiterziehen. Den Aufstieg. Vergiss es. Eines Tages werden sie zur Familie gehören. Bis dahin können sie ruhig kämpfen, falls sie es für erforderlich halten. Aber ich biete eine Atempause in diesem Konflikt an, damit sie einen gemeinsamen Feind vernichten können. Nehmen Sie an. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Ich weiß nicht. Ist das wirklich das, was wir wollen? Oh, hier gibt's neue Waffen. Und ein paar Audiologs, aber die hören wir uns in der nächsten Folge an. Ich sage schon mal, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.